So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Legenden von Umina. Bevor ich jedoch mit dem Spiel weitermache, möchte ich zuvor noch etwas sagen. Mir wurde gesagt, dass das mit dem Bla doch sehr störend ist und dass es so auch die Dialoge zerstört. Und daher möchte ich das ab diesem Part ändern. Ich werde mich so gut es geht bemühen, diese Wörter gut auszusprechen. Ich hoffe nur, dass ich nicht wieder in mein altes Bla-Schema verfalle. Ja, ansonsten würde ich sagen, gibt's jetzt noch eine kleine Rückblende? Und dann, ja, geht es mit dem Spiel weiter. So, also was haben wir das letzte Mal erlebt? Wir sind wieder in unsere Lieblingswelt gefallen, haben dort etwas mehr über Cassandra erfahren und sind jetzt so hier in dieser wunderschönen, zerstörten Kirche gelandet, wo wir auf, ach, wie hieß er nochmal, Lethiel, glaube ich, hieß er. Ja, auf den sind wir gestoßen. Ja, und dann würde ich sagen, geht es jetzt mal direkt weiter. Okay. Soweit ich weiß, hat sich die Ekklesia damit großer Unterstützung gegen die Elfen gewandt. Unter dem Vorwand, die Elfen wollen die Kultur der Menschen mit ihren Sitten und Bräuchen beschmutzen. Dabei hat sich die heutige Welt erst so entwickelt, weil die Menschen wussten, wie sie das Mana einsetzen konnten. Kenne ich sie nicht? Was? Mich? Nein, ich glaube kaum. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Lethiel, weißt du, wie wir aus Duro entkommen können? Hier in der Nähe befindet sich ein Portal. Es sind noch andere aus unserer Welt dort. Das sind vielleicht Sarah und Ark. Wieso hast du diese Welt noch nicht verlassen, wenn es in der Nähe ein Portal zurück in unsere Welt gibt? Die Dinge in dieser Welt funktionieren anders. Alles befindet sich in ständiger Bewegung, Veränderung, Chaos. Deswegen weiß ich auch nicht, wo ihr landen werdet, wenn ihr wieder in eure Welt zurückkehrt. Und was ist mit dem Wesen da draußen? Lethiel? Es wagt sich nicht in der Nähe der Ekklesia. Deswegen bin ich hier. Aber draußen seid ihr nicht vor ihm sicher. Was ist das für ein Ding? Hast du das Wesen je gesehen? Nein, ich habe es nur gehört. Und das reicht mir. Gut, dann sag uns, wo wir hin müssen. Wir nehmen dich mit. Nein, ihr erreicht das Portal von hier aus nicht. Ich muss euch mit meiner verbliebenen Magie dorthin zaubern. Und was ist mit dir? Kannst du dich selbst nicht teleportieren? Schon euch beide zu teleportieren, wird für mich in diesem Zustand enorm schwierig werden. Du willst mir doch nicht sagen, dass du lieber hier in dieser Hölle sterben willst, als wieder zurück in deine Welt? Versichert euch, dass ihr nichts hier zurücklässt. Und sagt mir Bescheid, wenn ihr soweit seid. Boah, ich will ihn aber nicht zurücklassen. Nee, das möchte ich nicht. Nee. Das ist dumm. Klasse. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas Brauchbares? Scheinbar nicht. Es sah aus wie ein Loch hier. Nee, ich kann da nicht auf. Oh, hier steht noch was. Der Text wurde mit irgendeiner Art Tinte auf die Wand geschrieben.
Scheint aber in einer anderen Sprache verfasst zu sein, denn ich verstehe nichts davon. Schade, und ich wollte gerade sagen, lies mal vor. Gut, haben wir draußen noch irgendwas? Hab ich mich jetzt erschrocken? Wo zum Geier kommt der denn auf einmal her? Ach, stimmt. Ist der... Ach ja, der ist ja mit uns gefallen. Oh Gott, ich mag den irgendwie nicht. Ich habe sie doch tatsächlich gefunden. Der schon wieder. Oh. Du wurdest beauftragt, diesen Ort hier zu finden? Was ist denn hier so Besonderes? Bitte, ich habe nicht vor, euch anzugreifen. Das ist nicht meine Art. Aber es ist von größter Wichtigkeit, dass ich sämtliche Dokumente und Schriften dieser Ekklesia dort studiere. Und was hat das mit den Vapis? Was ist mit den Vapis? Jetzt, wo du gefunden hast, was du gesucht hast? Nein, ich brauche den Vapis. Sonst komme ich nicht mehr von dir weg. An deiner Stelle würde ich jetzt sowieso umkehren. Du stirbst, wenn du zu lange hier bleibst. Ihr versteht es immer noch nicht. Habt ihr nicht das Ganze, die ganzen Gerätschaften, Aufzüge, Umstände und Brücken gesehen? Sie wurden von derselben Person erbaut, welche vor langer Zeit diese Ekklesia bewohnt hat. Acheron. Der? Acheron? Derselbe Magier, der die Schriften der Esaios zum ersten Mal erwähnt hat? Oh, was nehmen wir denn? Du hast schon wieder erwähnt, jemand bestimmt. Wir fragen einfach mal das hier. Hast du auch schon von diesen Akon gehört schon? Nein. Es ist das erste Mal, dass ich diesen Namen höre. Genau. Dieser Ort hier beweist seine Existenz endgültig. Er hat hier damals also wirklich als erster Mensch die Steintafeln der Esaios erblickt hat. Einer der ersten Menschen, welche die Welt der Schatten betreten hat. Und deswegen hat die Ekklesia eine Einheit zusammengestellt und nach Arika geschickt? Es ist äußerst wichtig, wenn Arakon während seines Studiums der Schriften irgendwelche Aufzeichnungen lassen hat, könnten sie uns helfen, den Apsis von Aklias Küste zu schließen. Andernfalls wird es bald kein Aklia mehr geben. Da muss doch noch mehr dahinter stecken. Das heißt jetzt nicht, dass wir diesen Typen mitretten müssen, oder? Ich will ihn nicht mitnehmen. Ich mag den nicht. Wir gehen erstmal trotzdem speichern. Ich mag den einfach nicht. Der ist mir komplett unsympathisch. Okay, hier können wir scheinbar nicht mehr weiter. Die Truhe haben wir genommen. Huch. Nene. Da ist ein Speicherpunkt, wo ich mich wieder regenerieren kann. Klasse. Na gut, den nehmen wir einfach mal mit. Hä? Was ist das denn? Zweimal Irimas erhalten? Okay. Und was ist das? Wo stand das? Wo steht's denn? Hä? Bin ich blind? Hä? Ach, da ist es doch. Ich bin echt blind. Ein seltsamer Edelstein, der in allen Farben des Regenbogens funkelt. Okay. Gut. Gut. So haben wir auch noch was Neues dazu bekommen. Ob wir da vielleicht auch noch lang können? Nee, schade. Hätte ja sein können. Wollen wir den einfach hier stehen lassen? Na, egal. Wir laufen ihn trotzdem nochmal an. Ich auch, wenn ich ihn nicht mag. Das ist ein unglaublicher, bedeutender Fund. Ich werde in die Geschichte eingehen. Das
weiß ja alles über die Steintafel, gehen wir. Was weiß ja alles über diese Steintafel? Wenn du schon an der Übersetzung dieser Schriften von Arkon beteiligt warst, wirst du wohl einiges über ihren Inhalt wissen, oder? Um genau zu sein, sind es nicht Arkons Schriften, sondern die von der Isaios. Arkon war nur der erste Mensch, welcher je von den Schriften der Isaios berichtete. Na und? Was weißt du darüber? Ich kenne nur wenige Zusammenhänge. Aber ich habe jetzt keine Zeit, um mich mit einem Laien zu unterhalten. Boah, ey, ich tritt dich gleich im Arsch. Ich mag dich immer noch nicht. Pah, lassen wir ihn einfach jetzt hier. Leuchtet das Ding da? Nee. Dann, den lassen wir jetzt einfach hier. Pah. Seid ihr soweit? Ja. Lass uns aufbrechen. Ich will ihn nicht zurücklassen. Ja, wir sind soweit. Na gut. Ich kann den genauen Standpunkt des Portals nicht ausmachen. Aber ich versuche euch so nah wie möglich ranzubringen. Du... Wir können dich doch nicht einfach hier lassen. Es muss noch einen Weg geben, wie du vielleicht... Verdammt! Hör auf damit. Ich habe es so gewählt. Und was ist mit Clairton? Er dachte, du wärst gestorben. Findest du es nicht ungerecht? Wer ist Clairton? Du erinnerst dich nicht mehr? Du weißt es nicht mehr? Schon der Grund, weshalb ich euch zu mir teleportiert habe. Ich habe dich nicht nur vor dem Wesen da draußen in der Dunkelheit retten wollen. Du musst die Verbindung mit deinem Schutzgeist, mit... Was versuchst du mir zu sagen, Lithir? Schutzgeist? Die Verbindung zwischen dir und deinem Schutzgeist darf nicht bestehen. Ihr müsst euch voneinander lösen, Sean. Was? Aber das ist jetzt gerade heftig. Was? Oh, das wollte ich schon lange. Nee, niemals. Aber warum? Ja, aber warum? Aber warum? Es ist der sicherste Weg. Ihr müsst jetzt gehen. Bald verschließt sich das Portal wieder. Dieser Ort gefällt mir immer weniger. Sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Nee, ja, schnell zum Portal, das finde ich voll scheiße. Hat sie Lethir etwa schon wieder vergessen? Wieso sollten wir unsere Verbindung trennen, Kira? Hey, der ignoriert die Frage. Egal. Du stehst also wirklich mit einem Schutzgeist in Kontakt? Und ich dachte immer, du hättest einfach einen an der Klatsche. Das sagt die Richtige. Naja, ich halte mich da raus. Entschuldige, wenn mir im Moment nicht nach Späßen zumute ist, finden wir das Portal und verschwinden von hier. Och, entschuldige. Sie nimmt dich nicht besonders ernst. Dir das gefallen lässt. Sie nimmt dich nicht besonders ernst. Nein, das tut sie wirklich nicht. Nun beeil dich schon, Sean. Finden wir endlich das Portal. Hm. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Die beiden haben sich echt lieb. Ich bin echt beeindruckt. Dann gehst du da mal hoch. Och nee, meine Lieblingsgeister. Ich glaube, gegen die haben wir zwar noch gar nicht gekämpft, aber trotzdem. Hey, juhu! Die Gruppe ist wieder vollständig!